Hallo meine Liebe, heute kommt der Teil der Ziehung der Tarotkarten für die Sternzeichen Schütze bis zum Fisch. So, also, wir beginnen mit dem Schütze und zwar habe ich da die Tarotkarte der Wagen gezogen. So. Diese Karte bedeutet, du hast einen großen Sprung nach vorne gemacht und wirst dich von deinem gewohnten Umfeld lösen. Du gehst eigene Wege, weil du endlich nach dem verlorenen Paradies suchst. Du hast dazu deinen Freiheitsdrang und deinen Ehrgeiz. Der Wagen ist die einzige Tarotkarte, die den Aufbruch voller Zuversicht zeigt. Doch überschätze deine eigenen Kräfte nicht und sei nicht zu sehr euphorisch und komme zur Einsicht, dass du noch allerhand zu lernen hast. Im Beruflichen zeigt dir die Karte, dass du einen erheblichen Schritt nach vorne machen musst. Du hast einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Den hast du schon, vielleicht auch in deine Selbstständigkeit. Du strebst nach Erfolg und bist bereit, dich durchzusetzen mit Unverzagtheit und mit Risikofreudigkeit. Damit siehst du einer neuen Laufbahn entgegen, indem du größere Aufgaben übernimmst. Gleichzeitig aber wirst du vor eventueller Rücksichtslosigkeit und Selbstüberschätzung gewarnt. Nun zum nächsten Sternzeichen, und zwar dem Steinbock. Da habe ich die Karte die Gerechtigkeit gezogen. Diese Karte beinhaltet mehrere Themen. Sie steht für objektive Erkenntnis, Unbestechlichkeit und Fairness. Sie zeigt dir, dass du zu deinem Recht kommst. Im Alltäglichen sagt sie dir, dass du mit den Folgen im Guten wie im Schlechten zurechtkommen wirst. Wo du dich fair verhältst, werden deine Handlungen honoriert. Solltest du dir mit fragwürdigen Mitteln Vorteile schaffen, werden diese scheitern. Du siehst, es wird dir nichts geschenkt, aber auch nichts vorbehalten. Damit kommst du weiter, weil du Verantwortung trägst für das, was du bekommst. Im Beruflichen bedeutet es, dass die Gerechtigkeit dir zu deinen Aufgaben und Zielen Klarheit verschafft. Du schaffst dir klar und sicher dein Urteil und deine weiteren Vorgehensweise. So steht auch diese Tarotkarte für faire Geschäfte und deren angemessene Honorierung. Nun zum Wassermann. Da habe ich folgende Karte gezogen, und zwar die Welt. Die Welt. Diese Karte zeigt die wiedergefundene Einheit und den erfreulichen Ausgang einer Entwicklung. Du hast deinen Platz gefunden, genau den, wo du hingehörst. Aber auch, und das ist es, aber das ist nur eine Zwischenstation, denn du bist zunächst nur den entscheidenden Schritt zur Selbstwerdung gegangen. Du hast höhere Ziele. Ja, du hast höhere Ziele. Aber auf deiner Ereignisebene steht die Welt für glückliche Zeiten. Und das bedeutet, dass du neue Kontakte gewinnen und pflegen wirst. Im Beruflichen gibt die Weltkarte dir den Hinweis, dass dein Beruf der richtige Weg, die richtige Wahl für dich ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass du am beruflichen Ziel angekommen bist.
Nein, absolut nicht. Sondern, dass du dich noch weiterentwickeln musst. Es wird dir gezeigt, dass du Freude an deiner Arbeit hast, wie Offenheit und Harmonie im Umgang mit anderen. Auch mit deinen Auslandskontakten, worin du deine Zufriedenheit findest. Und nun zum letzten Sternzeichen, zum Fisch. Da habe ich die Tarotkarte Der Mond gezogen. Diese Karte führt dich in den Bereich, in die Dunkelheit der Nacht, wie auch in die Welt der Seele. Sie führt dich zu deinen Sehnsüchten, Geahnungen und deinen Träumen. Die helle Seite des Mondes bedeutet Fantasien, Romantik und die dunkle Ängste und Unsicherheit. Die Angst ist so, als würdest du alleine durch den dunklen, einsamen Wald gehen. Allerdings am Tage gehen wir dort unbeschwert und unbesorgt hindurch. Im Beruflichen bedeutet die Mondkarte, dass deine Angst am Arbeitsplatz unbegründet ist und du deine Prüfungen nicht ängstlich angehen solltest. Deine Ängste haben einen anderen Hintergrund, den du ergründen musst. Auch wenn dir klar ist, dass es keinen tatsächlichen Grund zur Furcht gibt, bleibt die Angst bleibt. Und suche in diesem Fall nach dem Ursprungsgrund. Das Symptom, an das du dich klammerst, nimmt dir nicht die Angst. Nur der Weg in die Tiefe der Angst gibt dir die Aussicht, diese unangenehmen Gefühle an ihrer Wurzel zu packen und zu beseitigen. Wenn du das tust, wirst du deine beruflichen Probleme und Ängste lösen können. Ja, meine Lieben, das waren nun die drei Teile mit der Ziehung der Tarotkarten. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles, alles Liebe. Eure Dirk.